Und dabei spielten wir im Geiste die verschiedensten Operationen durch, wie man die Solidarität aus dem Ausland für unsere Sache gewinnen könnte. Und da kamen wir auf die Idee, Sie oder ich weiß nicht mehr genau, wer von uns beiden, auf die Idee jedenfalls, Klaus Barbie zu entführen, der sich in Bolivien Altmann nannte. L'enlèvement de quelqu'un dont on venait de s'apercevoir qu'il était Barbie, n'est-ce pas, qui s'appelait Altmann. Ich habe den Herrn als Klaus Altmann kennengelernt, und zwar bei einem 5 Uhr Tee, wo ich auch eingeladen war, bei einer befreundeten Familie in La Paz. Da kam er an, gerade mit seiner Frau, einer sehr attraktiven, blonden Frau und zwei netten, wohlerzogenen Kindern, so etwa 9 und 11 Jahre, das Mädchen etwas älter als der Junge. Und man platzierte den Herrn Altmann an meine Seite und selbstverständlich fragte, wo er herkäme und so weiter, meinte, ja, das ist eine lange Odyssee, lange Geschichte, wo er im Krieg gewesen wäre, sagte, ja, ich wurde zur SS eingezogen. Und dann fragte ich ihn, was er nun hier in Bolivien machen will. Ja, sagte er, er sucht Arbeit. Sage ich, verstehen Sie etwas von Holzberechnungen oder von einem Sägewerk? Ja, sagt er, direkt nicht, aber das wäre kein Problem für ihn. Sage ich, wissen Sie, vor 2 Tagen hat ein gewisser Hugo Simon mich gefragt, ob ich niemand wüsste, der die Administration, die Verwaltung seines Sägewerks jenseits der Cordillere übernehmen würde. Sagt er, gern, das würde ich sofort übernehmen. Dann sage ich, dann rufe ich ihn an. Sagt er, ich bitte darum. Ich gehe an den Apparat und sage zu Simon, also da ist ein Deutscher da. Und nun kommt dazu, Simon war Jude, ein elsässischer Jude. Und da sagte ich ihm, und der kommt von der SS. Und dann sagte der Jude Simon, oh, dann ist er bestimmt ein tüchtiger Kerl.